Hallihallo, liebe Individualisten, und einen wunderschönen guten Morgen aus Vaxholm. Ja, wir sind heute am dritten Tag in Schweden unterwegs und heute geht's dann nach Stockholm. Ein bisschen die Hauptstadt anschauen. Und ja, ich bin jetzt gerade hier im Hafen von Vaxholm. Wir sind gerade mit der Fähre von dem Kastell da hinten, von der Zitadelle, rübergefahren mit der Rollfähre, die ihr hier im Hintergrund seht. Und ich warte jetzt gerade noch auf meinen Bruder, dass er das Auto holt, weil die Parkplatzsituation hier in Vaxholm ist etwas, naja, sagen wir mal, schwierig und angespannt. Sehr viele Kurzparkzonen, sehr schwierig einen Platz zu finden, wo man das Auto mehrere Tage stehen lassen kann. Das heißt, wir mussten etwas weiter weg vom Hafen parken und dementsprechend fährt mein Bruder jetzt mit dem Autobus zum Auto und kommt dann her, damit wir dann unser Gepäck, was dort drüben steht, einladen können. Ja, dann, wie gesagt, geht's nach Stockholm und dann, ja, schauen wir mal, was der Tag noch so bringt. Schöne Grüße an den Martin von Survival Ost. Nachdem du gemeint hast, du hast mich im letzten Video vermisst und ein paar Informationen zum Tag, ja, habe ich mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und erzähle euch mal noch ein bisschen was, bevor es heute so richtig losgeht. Und ja, ich würde sagen, bis später, Leute. Ja, Leute, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Wir sind jetzt schon im Hotel und ich habe mir jetzt auch noch eine Dusche vergönnt. Und ja, jetzt gibt es dann noch so einen gemütlichen Tagesausklang quasi. Ein bisschen Videoschneiden kommt noch und natürlich für euch den Upload machen, damit ihr morgen in der Früh wieder was zum Schauen habt. Ja, der Tag heute bestand im Wesentlichen aus zwei großen Punkten. Nach der Fahrt von Vaxholm nach Stockholm waren wir zum nächsten Mal im Schloss Drottningholm, eine große Schlossanlage. War sehr schön, sehr schöner
Park auch, sehr schöner Schlosspark mit vielen netten kleinen Gebäuden noch drinnen, sehr abwechslungsreich. So wie auch das Wetter heute, immer wieder mal Sonne, dann wieder Regen. War ganz witzig, weil wir eigentlich meistens dem Regen ganz gut ausgekommen sind tatsächlich. Haben wir ganz gut gemeistert heute. Aber ich denke, dass sich das Wetter jetzt wieder ein bisschen stabilisieren wird für die nächsten Tage hoffentlich. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und dann sind wir nach Stockholm hineingefahren und haben dann noch eine kleine Bootstour gemacht über knappe Stunde durch den Königskanal. War ganz nett, waren so die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Stockholm, die man vom Ort aus sehen kann. Ja, und wie gesagt, das war's für heute. Morgen sind wir dann auch noch in Stockholm. Da werden wir uns auch noch ein paar Sachen anschauen, aber dazu dann morgen mehr. Und ja, bis dahin wünsche ich euch schon mal alles Gute, viel Spaß auf euren Touren, schaut, dass rauskommt. Und wir sehen uns morgen, Leute. Euer Chris. Ciao, ciao.